Aber das hier schreit so ein bisschen nach Miniboss, der Raum, finde ich. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Das hier schreit definitiv nach Miniboss. Hier komme ich nämlich auch nicht nach oben. Oder? Nee, da oben kommt man nicht weiter. Dann skippe ich einfach den Miniboss. Tschüss, Miniboss. Oh, ist kein Miniboss. Nur die kleinen Würmer. Hat der gerade nach oben gespuckt? Oder war das jetzt nur, weil ich ihn voller getroffen habe? Weil die muss man wirklich runterkommen und ansonsten kommen die wieder und... beziehungsweise regenerieren sich irgendwas. Da ist schon wieder einer. Sind das so unendlich wiederkommende Viecher? Ich hoffe nicht. Wow, okay. Sind schon ein paar Plagen hier. Ja, wir kommen immer wieder, oder? Ach nee, das war einer, den ich schon mal angehittet hatte. Nur die können sich manchmal nicht entscheiden, ob sie tot sind oder lebendig. Okay, hier kann man lang. Und das war wieder derselbe? Interessant. Und hier können wir jetzt... Hä? Hätten wir nicht schon mal... Das ist jetzt der obere Teil von dem anderen Raum. Interessant. Und ging es hier noch weiter nach oben stattdessen? Ich glaube nämlich fast nicht, ne? Ich glaube, wir müssen hier sogar weiter. Okay, also auch die Gebiete ineinander sind ziemlich verschlungen, was das Ganze nicht einfacher macht, sich hier einen Weg durchzusuchen. Was mich wundert, ist, dass man hier hin kann. Weil eigentlich... waren wir hier nicht schon mal in dem Gebiet? Sollten eigentlich schon mal gewesen sein. Ach, das ist die rechte Seite von dem anderen Gebiet. Richtig. Genau. Wow. Und bei diesen Hüllen hier bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wann da wirklich Geo drin ist und dann... Ah, das war dumm. Und wann man eigentlich mit gar nichts rechnen kann. Aber an sich ist es... Also ich glaube, diese ganz dunklen Hüllen sind die, die Geo geben, und die etwas helleren sind die, die man einfach nur kaputt schlagen kann mit einem Schlag, und dann war's das. Ah gut, da unten gab es dann tatsächlich nur ein bisschen Geo. Good to know. Naja. Was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist die Tatsache, wir haben ja in letzter Zeit Europawahlen gehabt. Und ich habe den Eindruck, dass bei diesen Europawahlen wirklich ein bisschen mehr drüber diskutiert wurde und das nicht so krass einfach nur dahin geplätschert ist. Also ich hatte das Gefühl, dass relativ viele Leute, auch in meinem persönlichen Umfeld, einfach recht viel Interesse dran hatten. Was... mit Sicherheit mit der Klimathematik zusammenhängt, die in letzter Zeit ja krass von den Medien thematisiert wurde. Und ja, eigentlich auch in jeder Talkshow und was auch immer wieder aufgefasst wird. Und ich denke, gerade für jüngere Leute auch zum großen Teil an den Beiträgen von Rezo gehangen hat, die ihr mit Sicherheit alle mitbekommen habt. Was einerseits ziemlich cool ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Politikinteresse wirklich irgendwie davon abzuhängen scheint, wie... Ja, also ich meine, Rezo hat in seinen Videos schon ziemlich stark polarisierende Sachen, oder ja, sag ich mal, ziemlich energisch argumentiert. Und das, was ich ein bisschen schade finde, ist grundsätzlich, dass ich das Gefühl habe, es wird dadurch, dass energischer argumentiert wird, oder die Sachen vielleicht auch ein bisschen polemischer werden. Nicht, dass jetzt Rezos Videos polemisch gewesen wären, aber die Diskussion drumherum halt ein bisschen, finde ich. Muss ich sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass das eben die Leute mehr oder weniger
in erster Linie oder ja, dass die Leute vielleicht gezogen haben könnte, eben ein bisschen mehr Interesse dafür zu zeigen. Das wäre halt wirklich schade, weil das irgendwie ein falscher Anreiz ist, finde ich. Aber im Großen und Ganzen kann man das, denke ich, schon recht positiv beurteilen, dass wir einfach mehr Leute haben, die sich dafür interessieren. Jetzt sind wir doch hier im oberen Teil, oder? Also von dem Raum, wo wir eben schon mal waren. Nicht, dass ich jetzt hier Mist baue und irgendwie einen kompletten Humbugweg gehe. Aber ich glaube, es ist ein ziemliches One-Way-Gebiet bis zum jetzigen Zeitpunkt. Hier gibt es auch mal gut Kohle wieder. Sind wir jetzt wieder in der Pilzöde gelandet? Das könnte halt echt gut sein. Sieht auch schwer danach aus. Ja. Und zwar auch wieder in einem Gebiet, wo ich keine Ahnung habe. Hier waren wir noch. Was? Nein, aber ich kann hier links landen, okay. Ich lasse euch einfach mal in Ruhe. Ich will hier einfach nur nach oben. Lasst mich nach oben. Danke. Genau, okay. Das haben wir gesehen. Dass es hier eine Falle gab. Hätte man sich eigentlich fast denken können. Aber hier könnten wir jetzt einen Rückweg aufmachen, oder? Wow, okay. Krass. Waren wir hier schon mal? Offensichtlich, aber... Oh, das war dumm. Okay, man kommt hier auf... Ach ne, hier oben waren wir... Okay. Aha. Doch, hier waren wir schon mal. Ziemlich sicher. Hier gab es mal einen Talisman. Aber ich bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, hier gegen die Wand zu schlagen. Was, glaube ich, auch völlig utopisch gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar nur von der einen Seite hier ja, offenbar gewesen ist, aber... Aha. Das ist die Sekte der ranzigen Eier, nehme ich mal an. What? Ah ja. Okay. Naja, die Viecher sind jetzt mäßig schwierig. Jetzt kämpfen wir gegen das Vieh. Nee. Er hat gepredigt. Gepriesen sei der ranzige Eiprediger. Was hast du uns zu sagen? Oh, strahlendes Wesen. Wir sind gesegnet. Kannst du mal aufhören zu reden, während ich rede? Mein Gott. Deine Strahlen berühren uns. Deine Wärme erfüllt uns. Heilandsnest ist wiedergeboren, vereint in deinem gleisenden Abbild. Oh, der Moosprophet. Licht des Lebens strahlend, rein glänzend. Wer das Licht erstickt, unterdrückt die Natur. Unterdrückte Natur verzerrt und plagt uns. Begrüße das Licht, erlange die Einheit. Oh, ah. Okay. Und dafür bin ich jetzt hier hingekommen, um drei Gegner zu killen, mir sehr psychedelischen Gesang anzuhören und philosophische Sprüche reinzudrücken. zu lassen. So. Ja, pseudophilosophisch. Aber gut. Naja. Aber ja, ich meine, ich habe im letzten Video oder in der letzten Session ja auch schon angesprochen, dass Diskussionen immer, sag ich mal, was? Okay, das sieht ein bisschen gebuggt aus, aber okay, ich lebe damit. Wenn man hier noch ein bisschen hoch könnte, könnte man zur Station der Königin. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich unser Weg sein sollte hier. Oder ob wir vielleicht im Tiefnest einfach noch ein bisschen weiter gucken. Ich meine, an sich müssten wir uns hier nur mal auf eine Bank setzen. Das würde ja schon helfen, aber die nächste Bank ist halt bei der Station der Königin. Und das ist eine Weile hin. Aber wir machen das einfach mal, komm. Einfach damit wir im Tiefnest nicht gleich völlig vor uns her eiern und keine Ahnung mehr haben, wo wir lang müssen. Das ist, glaube ich, schon eine sinnvolle Sache. So sinnvoll, dass ich hier erstmal runterfallen muss. So. Genau so und so und so. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja, das hier sieht sinnvoll aus. Ach man. Das meine ich halt mit Blind Jumps, ja. Was soll ich hier machen? Also gut, ich kann mir meinen Sprint aufheben quasi. Das macht den Viechern halt echt nichts. Das ist ein bisschen schade. Es wäre lustiger, wenn man die damit auch töten könnte, aber gut. Muss man wohl so hinnehmen.
Müssen wir hier hoch? Ne, ich glaube wirklich nur hier einmal weiter und dann hier nach oben. Das ist halt die Sache, man muss ja eigentlich auch nicht alle Gegner immer töten. Das mache ich eben viel zu gerne, aber in Metroidvanias ist es eigentlich auch nicht unbedingt immer Pflicht, ne? Okay, einmal nach oben bitte. Und jetzt hier nach links zur Station der Königin, sollte es ja sein. Genau. Ja, eigentlich sollten wir die königlichen Wasserwege auch noch irgendwie abschließen. Ich habe doch keine Ahnung. Gucken wir mal. Ah, hier, genau, hier ist das Vieh. Hier ist nochmal das Vieh. Wirklich? Ne, hier die Bank. Genau. Ach, damit habe ich die Hirschkäferstation eingetragen, richtig? Könnte sein, dass ich das damit versucht habe einzutragen. Aber warum genau kamen wir jetzt hier oben nochmal nicht weiter? Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen weitermachen. Weil ich habe das Gefühl, dass das hier auch langsam Richtung Tiefnest führen könnte. Ah ne, hier geht's gar nicht durch. Okay, das macht Sinn. Eigentlich hätten wir die Karte noch nicht von dem Gebiet hier, weil das Pilz, die Pilzumgebung, ne? Ja. Ah, und hier war, ja, Nebelschlucht, genau. Und hier haben wir nie irgendwas Sinnvolles gefunden. Was immer noch komisch ist, dass das Gebiet hier so ein bisschen für sich ins Leere gezogen wird. Na, hier ist die Bank. Weiß nicht, ob es sich lohnt, die 1300 Geo mal zwischenzuspeichern. Aber ich sag mal, in Anbetracht dessen, ja, ich meine, 1000 Geo kann man hier ruhig mal lassen. Maximaler Kontostand. Okay, man kann tatsächlich nur 4000. Na? Ah ja, gut. Lassen wir 1100. Ich wollte halt noch ein bisschen dabei behalten, quasi. Damit man noch was hat, um eine Karte zum Beispiel zahlen zu können. Ich glaube, mittlerweile habe ich das Spiel in der Hinsicht verstanden, was so Preise ungefähr wert sind. Genau, jetzt haben wir uns ja theoretisch hier hingesetzt und haben im Tiefnest auch relativ viel gefunden. Nur, was mich wundert, ist, dass wir hier links nicht weiter... Hä? In dem Raum waren wir doch. Wieso hat er das auf der Karte nicht eingetragen? Das ist ein bisschen komisch. Ich nehme das als Verwunderung hin. Moment. Hier wollen wir gar nicht lang. Wollen wir eigentlich lang? Ach, oben raus. Okay. Das ergibt irgendwo Sinn. Aber nicht hier oben raus, sondern noch eins weiter oben. Sehr gut, dann habe ich einmal schön Umweg gegangen. Aber jetzt wissen wir ja ungefähr wieder, wo wir lang müssen. Hoffe ich. Wie das immer so ist bei meinen Kartensachen, ne? Das ist bei meinen Navigationsschwierigkeiten in diesem Spiel. okay, hier wieder. Ja, genau das meine ich nämlich, weil hier dich eigentlich rechts runter gemusst und dann ganz nach links durch. Aber die Räume sind manchmal auch echt verzweigt angeordnet. In der Hinsicht muss man mich einfach mal verstehen ein bisschen. Oder bitte ich um Verständnis. Da oben links ging es auch nirgends weiter, hoffe ich. Ansonsten hätte ich das gerade schön verkackt. Hä? Okay. So, genau. Perfekt. Aber diesmal hat es auch Schaden gemacht. Komisch. Vielleicht... wirklich nur bei Gegnern, die dadurch sterben, direkt. Könnte sein. Aber cool, dass wir jetzt hier so ein Shortcut gefunden haben. Das erfreut mich sehr. So, und jetzt gucke ich noch auf die Karte. Genau, hier links der Raum wurde einfach nicht eingezeichnet. Warum habe ich jetzt geschossen? Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht einfach dreimal alle Gegner besiegen oder so? Jetzt zieht das Vieh sich ja zurück. Jetzt predigt er wieder. Der Moosprophet. Tja. Keine Ahnung, was man hier noch so machen können sollte. Falls ich hier in Zukunft nochmal hin muss für irgendwas Wichtiges und ihr einen Tipp habt, oder nee, umgekehrt. Falls ich jetzt hier irgendwas Wichtiges übersehen habe, könnt ihr mir natürlich gerne einen Tipp geben nochmal, was und wie ich das erreichen kann. Aber, ja,
am besten immer erst dann, wenn ich Gebiete wirklich als abgeschlossen ankündige. Und das war für mich jetzt definitiv abgeschlossen, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr habe, wo man da sonst noch hin soll. Waren wir hier schon? Also unten, ja, okay, hier waren wir überall schon. Das Gute ist, hier nach unten kann man relativ schnell durch. Das ist ein wenig erfreulich. Hä, da war eine Bank, bei der wir uns nicht hingesetzt haben? Wirklich? Hä? Ich bin verwirrt. War da wirklich eine Bank, zu der wir uns einfach nicht hingesetzt haben? Okay. Ja, das ist natürlich doof, in dem Spiel, ach, in dem Gebiet auf die Karte zu schauen, ist natürlich echt die größte Grütze. Weil ja einfach jederzeit irgendwas kommen kann. Wir müssen noch weiter nach unten. Aber tendenziell kann man hier an fast allen Gegnern einfach vorbeirennen. Ah ja. So kann man natürlich die Gegner auch töten. Genau. Aber ja, tatsächlich, also es ist ein relativ krasses One-Way-Gebiet hier. Also viele Abzweigungen hatten wir bisher eigentlich nicht. Ja. Oh, das mag ich nicht so, dass er sich wirklich mein. Oh, dass er manchmal so ein bisschen zurückschrecken muss. Wenn Hollow Knight von ein bisschen größerer Höhe auf dem Boden landet. Das kann manchmal etwas verwirren. Okay, hier links müsste es sein. Dann. Ach ja, stimmt, hier kamen wir nicht weiter, richtig? Ah, und deshalb ist auch die Bank da. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Gut, okay. Haben wir den unteren Bereich, da kann ich mich noch dran entsinnen. Hier haben wir wirklich kein bisschen weiter gemacht. Das wird wahrscheinlich unser Weg tiefer ins Tiefnest sein. Ich meine, es ist auch nicht verkehrt, erstmal so einen Rückzugsweg zu finden. Was? Das sieht. Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal sind die Gebiete hier wirklich einfach nur Rundwege ohne irgendwas, ein Gegner und das war's. Aber gut, so ist das Tiefnest halt aufgebaut. Ich glaube, da muss ich mich gewöhnen. Nur das eine Maskenteil. Hier ist. Das war definitiv gerade ein One-Way. Schätze ich mal. Ja, hier geht's auch wieder nirgends weiter. Ist doch ein Graus. Meine gut, hier. Oh Gott, hier kämen wir wieder hoch. Der ist ein bisschen langsam. Moment, wenn das hier. Ne, wenn das Kling-Kling macht. Ne. Okay, das Klingen ist, glaube ich, wirklich nicht wirklich ausschlaggebend. Ich vergesse auch immer, dass wir hier noch unsere coolen Wirbeldreher haben. Was? Da unten ist ein Klon von uns. Was ist hier los? Okay. Ach ja, wieso habe ich eben Hollow Knight zu uns gesagt? Wir sind ja nicht der Hollow Knight, wir sind ja nur ein Knight. Irgendein Knight. Ah. Ach nee, da war wieder so ein Vieh drin. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Da war schon wieder so ein Vieh drin. Hier war doch jetzt der Knight, oder? Hier stand. Stand der nicht eben hier? Oh Gott. Tiefer nach unten, bitte. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Oh Gott. Okay. Das hätte ich vielleicht doch tun sollen. Nicht schlecht.